habe hier eine Fräse, die in diesem Kickmechanismus eingespannt ist. Wow, was heißt das? Das ist der Moment, wo wir es entweder richtig aufwerten oder komplett versemmeln. Unser Haus ist seit Monaten eine Baustelle und wie bei jeder Baustelle liegt überall Material rum. So auch diese beiden 4 Meter langen Bretter, die einfach keiner mehr haben wollte. Und wir wollen daraus aber trotzdem noch was Schönes machen. Wir wollen daraus eine Bank bauen. Deswegen schneiden wir die jetzt erstmal ein bisschen kleiner. Endlich mal wieder ein Projekt. Das hat echt ewig gedauert. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ist unser Haus eine Baustelle. Und deswegen ist es für uns ganz schwer zu überlegen, was können wir für uns bauen, was macht Sinn, weil wir einfach unser eigenes Haus, durch dieses Gerüst, was hier seit Monaten steht, gar nicht mehr so richtig wahrnehmen können. Auf der anderen Seite sehen wir so viel Veränderung schon, dass es ganz schwierig ist zu sagen, wie es später mal aussieht. Das gleiche gilt für die Bretter hier. Die sehen schrecklich aus, die sind wirklich komplett verdreht. Nichtsdestotrotz können wir die natürlich gerade ziehen. Wir richten die erstmal ab und hobeln die auch gleich. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hatte diesmal wirklich echt Sorge, ob ich aus diesen Brettern überhaupt irgendwas rausbekomme, weil die so verdreht waren. Es gibt immer mal wieder Bretter wie diese hier, wo wir gewisse Stellen einfach erstmal nicht rausgehobelt bekommen, also beim Abrichten. Wir könnten das natürlich beim Abrichten raushobeln, verlieren dann aber einfach viel Dicke, weil hier immer noch ein ganz schöner Versatz ist. Wir haben aber drumherum schon eine wunderbar plane Fläche. Deswegen hobeln wir gleich erstmal die andere Seite mit dem dicken Hobel und hobeln dann später diese Seite auch nochmal mit dem dicken Hobel, um den Versatz möglichst rauszuholen. Das ist besser, als wenn wir jetzt einfach alles abrichten und nichts übrig bleibt. Wenn wir das Ganze dann jetzt soweit haben, können wir das dann auch endlich noch auf Dicke hobeln. Das hat hier auch erstmal aufrecht relativ gut geklappt. Ihr seht, die Bretter fahren soweit erstmal durch. Jetzt stellen wir das Ganze nochmal nach. Jetzt will ich die zweite Seite nochmal nachhobeln. Und es passiert das hier. Mir war so, als hätten wir zu diesem Thema gerade ein Video gemacht. Das Stück hat sich im dicken Hobel gedreht und ist jetzt hier völlig verhunzt. Das ist super schade, das müssen wir jetzt nachsägen. Man hätte hierfür natürlich jetzt gleich auch die Vorrichtung nehmen können, die wir gebaut haben. Wir hobeln jetzt aber erstmal die Fläche und wir sind tatsächlich auf 20 mm gekommen. Also tatsächlich mussten wir nur 5 mm abnehmen, um auf ein halbwegs gutes Oberflächenbild zu kommen. Die zweite Seite, die säge ich jetzt hier einfach ab. Warum? Weil wir euch eine andere Technik gerade gezeigt haben. Die Vorrichtung kann man dafür nutzen. Ich nehme hier ein Blatt für Querschnitte, um eine bessere Oberflächengüte zu haben, denn wir wollen das Ganze jetzt direkt verleimen. Mir geht es ja immer wieder darum, bei diesen Projekten euch möglichst viel mitgeben zu können. Zum einen bauen wir natürlich eine Bank, die wir gern hätten, und zum anderen geht es darum, dass ihr was lernt. Deswegen verleimen wir diesmal auch alles einfach so, ohne Dominos, ohne alles, man braucht das nicht. Der Domino macht das Ganze wirklich nur etwas bequemer, gerade bei Längsholzverleimung braucht man ihn für die Stabilität nicht. Was man aber braucht, ist Holz absägen. Wir sägen die Bank jetzt auf 125 cm ab. Das ist die Länge, die wir später haben wollen. Zwei Erwachsene passen da drauf. Und wenn wir das dann haben, können wir auch die Teile wieder verleimen. Und ich muss sagen, so ein bisschen, ja, finde ich diese Arbeiten am Dach irgendwie super inspiriert. Das erinnert mich total an meine Zeit früher in Köln. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Ich habe damals in einem Zimmereibetrieb meine kleine Werkstatt gehabt. Also ich hatte eigentlich nur einen Raum hinterm dicken Hobel und der Raum hatte auch keine Wände. Das heißt, alle Späne sind da immer gelandet. Während das jetzt hier trocknet, würde ich eigentlich ganz gern schon den Winkel für die Beine anzeichnen. Aber mein Werkzeug ist einfach zu groß. Die 10 Grad kann ich so nicht anzeichnen. Aber ich kann diese Winkellehre hier nehmen für Zinken. Wenn ich die hier an meiner Linie ausrichte, habe ich tatsächlich auch genau den Winkel, den ich haben will. Die andere Seite zeichnen wir uns jetzt ja auch einmal an. Ja, der Trick ist eigentlich ganz gut und funktioniert natürlich nicht immer. Das passt jetzt bei diesem 1:6 Verhältnis mit den 10 Grad ganz gut. Deswegen zeichne ich mir das jetzt hier einmal an. Der wirkliche Trick kommt aber jetzt gleich erst, wenn wir beide angezeichnet haben. Denn normalerweise stecken wir unsere Verbindung zusammen und schleifen dann. Bei so einer fertigen Bank machen wir das aber irgendwie andersrum. Deswegen säge ich jetzt immer neben der Linie, also bei dem inneren Schnitt links und bei dem inneren Schnitt rechts. Hier außen säge ich wirklich nah an der Linie dran. Das mache ich einfach deshalb, weil ich ja später noch schleifen muss. Und beim Schleifen ist es so, gerade bei weichem Holz, ruckzuck ist da etwas Material abgetragen, wenn man es ordentlich macht.
Und ich möchte nicht, dass die Verbindung später zu locker ist. Deswegen taste ich mich so ran. Das ist so das, was ich schätze, was beim Schleifen weggeht. Ich kann aber beim Schleifen immer noch etwas nachschleifen, um das Ganze dann wirklich perfekt zu machen. Hier noch ein bisschen nachstemmen, zack, und das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. In die zweiten Teile sägen wir das Gegenstück dazu mit der Formatkreissäge. Das könnt ihr auch mit der Bandsäge machen oder mit einer kleinen Tischkreissäge. Gerade zurückziehen sieht gefährlicher aus, als es ist. Wichtig ist, zwei Einstellungen, zwei Schnitte und dann kommt die Laubsäge. Wir haben jetzt hier zwei Linien. Die hier ist die Linie für euch und ich habe auf der Rückseite diese untere Linie, weil wir jetzt sozusagen das, was hier stehen geblieben ist, in einem 10-Grad-Winkel absägen, damit das später gut in die andere Nut passt und bündig abschließt. Ich säge also auf eurer Seite bis zum oberen Strich und auf meiner bis zum unteren. Das jetzt hier nachzuarbeiten, dafür gibt es natürlich 1 Million verschiedene Wege, aber das ist auch das, was man jetzt wieder sieht. Zu sehen, wie die Zimmerleute bei uns draußen arbeiten, hat eigentlich aus meinem Verständnis nichts mit dem zu tun, wie ich mit Holz arbeite in der Regel. Und trotzdem ist beides richtig und das finde ich ist irgendwie inspirierend. Hier sieht man übrigens, beim zweiten Mal hatte ich ein bisschen Muffensausen, habe etwas vorsichtiger gesägt. Und hier sieht man jetzt auch, was ich eben meinte, wir müssen schleifen. Und da geht halt wirklich ruckzuck Material verloren. Es soll aber am Ende gut passen. Deswegen, wie gesagt, der kleine Schnitt neben der Linie und nicht auf der Linie wie sonst. Jetzt sägen wir hier noch 10 Grad dran. Die Zimmerleute machen das ja gerne frei Hand. Wir nehmen die Formatkreissäge dafür. Oben und unten 10 Grad, sodass die Beine später schön und sauber auf dem Boden stehen. Und dann sind die Beine auch schon fertig. So sehen die aus. Die Teile haben sich kaum wieder verdreht. Da bin ich sehr glücklich. Im Prinzip hätten wir jetzt eine fertige Bank, wenn wir die Beine dran bauen würden. Aber wir wollen ja nicht das Gleiche machen, was jeder andere macht. Ich möchte bei der Platte, um das Ganze noch ein bisschen hübscher zu machen, jetzt eine kleine Veredelung machen. Wow, was heißt das? Ich habe hier eine Fräse, die in diesem Kippmechanismus eingespannt ist und habe hier einen runden Kugelkopffräser. Und damit fräsen wir jetzt ein super verrücktes Muster hier in unsere Sitzplatte rein. Das ist der Moment, wo wir es entweder richtig aufwerten oder komplett versemmeln. Wir probieren es auf jeden Fall aus. Ich habe hier links und rechts jeweils ein Anschlag, dass ich sozusagen eine gewisse Vorgabe habe, dass ich nur einen Streifen hier auf der Mitte der Bank sozusagen fräse. Ich habe schon einen Frosch im Hals, weil ich ein bisschen Panik habe. Wir ziehen es einfach durch und los geht's. Was wir jetzt hier machen wollen, ist ein sogenannter Naguri-Pattern. Also so heißt das Ganze. In Japan macht man sowas normalerweise gerne auch, indem man mit so einem, ja, ich sag mal, axtähnlichen Werkzeug in die Oberfläche reinhaut. Wenn ihr wisst, wie das heißt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Spoiler, ich habe so ein Ding auch. Mit der Oberfräse geht das aber natürlich schneller. Und bei diesem Naguri-Pattern gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann das Ganze wirklich sehr geradlinig machen oder man macht halt so wie wir hier ein kontrolliertes Chaos. Das Schleifen ist natürlich die Hölle dabei, aber das gehört dazu bei kontrolliertem Chaos. Wir streichen das Chaos jetzt auch noch schwarz, denn auch das ist so ein bisschen das, was bei unserem Haus ist. Unsere Fassade ist jetzt Anthrazit gestrichen. Ich finde das sehr, sehr cool. Und dieses geordnete Chaos hier erinnert mich einfach auch an die Baustelle. Es zieht sich alles ewig, Materialien waren nicht da und irgendwie verbinde ich das, was ich hier gebaut habe, so ein bisschen mit dem, wie es draußen war. Nichtsdestotrotz passt am Ende alles perfekt, so wie bei unserem Haus auch. Die Teile sitzen wirklich super gut drin. Aber ja, es ist irgendwie einfach ganz chaotisch und deswegen war es für uns, wie gesagt, auch etwas schwierig, Projekte zu planen, die für uns aktuell sinnvoll sind. Das macht auf jeden Fall Sinn und sieht cool aus. Was wichtig ist, damit es auch bequem ist, das Muster an sich ist fein genug, dass man bequem drauf sitzen kann. Aber wir schleifen jetzt nochmal ohne Druck alle Fasern weg, die sich aufgestellt haben beim Beizen. Und dann nehmen wir Klarlack. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, dass wir Klarlack für etwas benutzen. Wenn doch, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Es funktioniert auf jeden Fall super gut. Ich trage das Ganze erst mit einem Pinsel auf. Mit dem Pinsel komme ich wirklich überall rein. Also auch in unser Muster kann das wirklich richtig schön sättigen, sage ich mal, mit dem Klarlack. Wichtig ist aber, wir wollen natürlich keine Struktur haben, wie man jetzt hier sieht. Der Pinsel macht das. Und genau deshalb ziehe ich jetzt alles nochmal mit einem Roller ab. Und das hat wirklich so gut geklappt. Die Rolle zieht auch so ein bisschen den überschüssigen Lack aus diesen Vertiefungen raus. Das hat wirklich extrem gut geklappt. Das habe ich gar nicht erwartet. War eine schöne Überraschung kurz vor Ende. In diesem Projekt habt ihr mich weniger gesehen als sonst.
Schreibt mal unten in die Kommentare, wie findet ihr das? Braucht ihr mein Gesicht mehr vor der Kamera oder reicht euch die Stimme von hinten? So sieht die Bank jetzt auf jeden Fall aus. Und ich finde, aus den zwei Schrottbrettern haben wir das Maximum rausgeholt. Es war mal was ganz anderes und ich finde, das Ergebnis ist wirklich super cool geworden. Also, schreibt mir gern, wie ihr es findet und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!